Heute werde ich als MV-Reporter einmal in die digitale Welt in Mecklenburg-Vorpommern eintauchen. Emil, Paul, Robin, Lukas und Shimon sind 5 Rostocker Schüler, ja, die im ersten Lockdown im Frühjahr diesen Jahres binnen einer Woche eine Online-Plattform programmiert haben, um Unternehmen in MV zu helfen, über einen Gutscheinverkauf gut durch die Corona-Krise zu kommen. Und mit Emil, einem dieser Initiatoren, treffe ich mich jetzt hier in Rostock. Ja, Emil, ich begrüße dich. Du bist ja einer der Plattformgründer. Ihr seid im April gestartet. Wie kamst du mal zu dieser Idee? Ja, genau, im April mussten alle Schulen ja dicht machen. Unsere Schule war tatsächlich die erste, die dicht machen musste, und dann saßen wir zu Hause und haben dann einfach gestartet, uns hingesetzt und angefangen zu programmieren, und dann haben sich auf dem Weg praktisch der Weg erst ergeben. Also wir haben angefangen, und dann haben wir Kontakte kennengelernt, die das teilweise erst ermöglicht haben und so weiter und so fort, und können jetzt rückblickend auch sagen, dass die Aktion ziemlich erfolgreich geworden ist. Bis heute ja hinein. Die Homepage heißt ja Kopf über Wasser, weil den Gastronomen und Händlern das Wasser bis zum Halse stand, oder wie kam der auf diese, einleuchtende und einprägende Idee? Ja, also Namensfindung ist, gerade wenn man relativ viel mit Projekten arbeitet, kennt man das. Namensfindung ist immer so eine ganz spezielle Sache, und wir sind da aber tatsächlich, was der erste Name, den wir hatten, der erste Einfall, und wir haben dann auch bestimmt noch mehrere Stunden überlegt, ob man noch einen besseren Namen findet, aber dann sind wir zu dieser ersten Idee zurückgekommen, und das hat sich ja auch relativ gut bewährt. Die Leute können sich das gut einprägen, ja. Wie seid ihr denn jetzt so mit Skepsis umgegangen? Ich weiß, so Unternehmen, die mussten ja erstmal überzeugt werden, aber auch Menschen, die Gutscheine kaufen, fragen sich, ja, wenn ich jetzt Gutscheine kaufe, gibt es Unternehmen nach der Pandemie überhaupt noch? Wie seid ihr dem entgegengetreten? Ja, also wir haben auf jeden Fall erstmal unseren Ansatz gefahren, dass wir einfach gestartet haben, und wie gesagt, am Anfang waren die Unternehmen relativ skeptisch, und wir hatten am Anfang, als die Plattform dann stand, wir das fertig programmiert hatten, dachten wir, okay, jetzt ist der Hauptteil der Arbeit getan, jetzt sind wir entspannt, und dann fing es aber eigentlich erst richtig an. Dann mussten wir, oder haben wir wirklich mehrere hundert Unternehmen angerufen und versucht, die zu überzeugen oder erstmal die Idee zu pitchen, die Idee vorzutragen. Und am Anfang war da die Skepsis groß, und ich glaube, es klang vielleicht auch einfach ein bisschen zu gut. Ich meine, wir machen das kostenlos. Es dauert so 3 Minuten, sich bei uns zu registrieren, und danach kann man dann eben halt nur davon profitieren. Auf der Verbraucherseite, da sind wir von Anfang an so transparent wie möglich gewesen. Also wir haben auf unserer Website das auch klar gesagt, dass es sein kann, dass die Unternehmen, wo man die Gutscheine kauft, pleite gehen können, insolvent gehen können. Auch wenn wir natürlich an die Unternehmen hier vor Ort glauben, dass sie es schaffen. Habt ihr heute das Gespür, dass ihr anders wahrgenommen werdet? Also kommen jetzt Unternehmen auf euch zu und sagen, Mensch, gut, dass wir euch damals unser Vertrauen geschenkt haben und wir dabei gewesen sind? Ja, auf jeden Fall. Also klar, es hat sich dann tatsächlich auch schon innerhalb der ersten Wochen hat sich das Konzept ja so ein bisschen selbst bewiesen, und dann waren natürlich auch immer mehr Unternehmen bereit, eben halt auch Teil der Plattform zu werden. Und jetzt aber rückblickend muss ich, und ich glaube, ich kann da auch für die anderen Jungs sprechen, auch sagen, dass wir natürlich auch super viel an Erfahrung gesammelt haben und da jetzt auch einen anderen Grad an Professionalität aufweisen können und jetzt uns auf jeden Fall mit den Unternehmen auch auf einer anderen Ebene unterhalten, als wir es vielleicht am Anfang getan haben. Mittlerweile haben sich fast 200 Unternehmen auf dieser Homepage registriert. Wenn Sie auch dabei sein wollen, als Unternehmer oder als Kunde, der einen Gutschein erwerben möchte, dann schauen Sie gerne darauf. Ich wünsche viel Spaß beim Stöbern und viel Erfolg.